Gravita der Deutschen Bahn vom Übergabebahnhof Eschhaus in den Hafen Uffeln gekommen. Sie rollt über die ganze Hafenbahn zu den Chemiefabriken am Ende der Gleisanlage. Im Bahnhof befindet sich zugleich ein Kieszug der RVM zur Entladung. An diesen Tagen ist das Wagenaufkommen außergewöhnlich groß und so kommt fast ein Ganzzug zustande. Nach der Unterquerung der ehemaligen Bundesstraße 65 erreicht ihr Zug den Vorbahnhof des Hafens. Hier im Vorbahnhof hängt noch die Oberleitung der ehemaligen Zechenbahn in Höhe. Thank you.
Im Vorbahnhof sind keine Rangierarbeiten durchzuführen und so erfolgt direkt die Auffahrt in Richtung Anschlussbahnhof Esch.